Die größte Erlebnis war auf dem Berg Pikes Peak mit einem selbstgebauten Auto auf 4200 Meter zu fahren. Ja, VW hat keinen Motor gehabt, der Vierradler ist. Und dort ist eine Sandstraße, wo du nur mit Vierrädern Chancen hast. Dadurch haben wir das Auto für dort gemacht. Eben, dass man auf der ganzen Welt kann man mit dem Auto nicht fahren, weil da gibt es nur eins. Und darum ist das gegangen nur auf den Berg rauf. Ganz einfach. Damals, in meinem Alter, hat sich was von selber bewegt, das war ein Go-Kart. Habe ich angefangen, ein Go-Kart zu machen. Ja? Nicht zu machen, sondern zu fahren. Ja? Und in der Zeit ist dann VW mit den Formel V von Amerika daher gekommen, haben die vorgestellt und haben gesagt, wer ein Interesse hat, soll kommen nach Innsbruck das anschauen. Und wir haben es dann gehabt. Und dann hat es geheißen, wenn sie wollen, geben wir ihnen das Auto 14 Tage, dann können sie es nachbauen. Das war natürlich der Sprung, dass ich jetzt mit einem richtigen Auto fahren kann. Naja, wie alt er war, pass auf, ich bin ein 29er Jahrgang und das war in 50er Jahre. Also das sind über 20 Jahre. Ne? Ich höre ein bisschen schlecht. Der Motorsport hat momentan in Europa angefangen. Wir haben den Jochen Rindt gehabt, der hat das von England nach Deutschland und Österreich und waren wir alle ganz warm auf das, dass wir da dazukommen. Wo der Motorsport so viel gemacht hat, dann war Motorsport ein Topfsport. Und da haben sich sehr viele davon interessiert und wir Jungen haben auch wollen, weil wir haben Gas wollen geben, dass das alles geht. Ne? Nein, nachher. Ohne Geld kannst du nicht arbeiten, nicht machen. Über das Geld habe ich müssen verdienen, dann haben wir Auto machen können, dann haben wir gewinnen können. Und damals war es halt so, dass viele gute Fahrer da gegeben hat, die alle Formel V fahren haben müssen oder wollen, weil es billiger war normal. Der Lauda, der Koenig, alle die Öster, der Quester. Wir haben alle da gesucht, eine Lücke zu finden, dass sie auch Gas geben können. Ja, ja. Ja, damals war es einfacher, da einen Sport zu kriegen, als wie einen anderen, wo es dann viel teurer kommt. Die Leute haben auch nicht so viel Geld gehabt. Da war Formel V und noch dazu, lustig war es auch. Wir waren ja immer viele Leute. Und, dann kam man nach Amerika gefahren, überall. Das hat alles VW bezahlt oder was. Das war auch ein Anspruch, dass die Vornamen kennen. Es ist ein Unterschied. Wir sind gefahren mit Messer zwischen die Zähne. Heute fährt man, wir sind geruhte Menschen, die bauen die Autos wunderschön. Und da kann es einmal 160 fahren, was sonst noch nicht fahren können. Und darum haben sie da gefunden und die. Wir fahren das da auf der Strecke runter. Na, das erste müsste ein Go-Kart fahren. Das war auf der Welt. Alle Großen sind beim Go-Kart begonnen. Freistehende Räder, Kauf an Kauf. Das ist die Grundmäge für so eine Sache. Und dann muss der Geld kriegen, einen Sponsor kriegen, dass die eingekauft werden. Muss aber auf der Unterklasse anfangen, nicht auf der Vor. Oben geht's nicht. Aber Österreich hat in den letzten Jahre ganz schöne Leute gehabt, die was in der Formel 1, das was für mich die Top ist, was da gewonnen haben. Naja, weil es zu teuer kommt, du musst ja da zumindest zwei, drei untere Klassen gut rein und die brauchen ein Geld. Oder du hast einen Sponsor, aber heute kriegst du sehr schwer einen Sponsor. Naja, die großen Werke suchen sich von Haus aus schon die Fahrer aus, die was sie dann in zwei Jahren später oder was setzen. Na jung, ich bin 86, habe natürlich alle Sportarten, die es gibt, privat, Skifahren und das Go-Kart fahren, habe ich das alles mitgemacht. Ja. Das ist ja nicht der Schützling, der ist ja so selbstständig.
Der hat natürlich mich kennengelernt hat gekauft dann auch so ein Auto, das Auto. Das haben wir dann auf einen Schuss gebracht, weil das ist ja 40 Jahre alt. Und jetzt fahren wir mit denen so. Und der ist ziemlich gut. Bist du zufrieden mit ihm? Sehr. Weil bei uns geht es ja nicht um ein Gewinn. Ja, ich fahre der Erste, Zweite ist immer. Aber mir wichtig, dass er nie einen Unfall hat und dass er nicht zusammenfährt. Das ist viel wert. Das Auto geht sehr gut und der nutzt es sehr gut aus. Okay, danke schön. Und? Super, danke.